Und jetzt kann ich nur mal die beiden bitten, Kai und Bente, die beiden, die eben mit mir gesprochen haben, und ich hoffe, dass ihr es kurz rüberbringen könnt, was euer Anliegen war. Ihr habt es mir ja geschildert, aber ihr dürft jetzt selbst einmal von eurer Gruppe berichten. Bitte schön. Hi, ich bin Bente, ich bin Antifaschistin, so wie die meisten hier. Also ich bin der Meinung, wir haben ziemlich viele Verschiedenheiten, ziemlich viele Gemeinsamkeiten, was unsere Meinung angeht. Wir sind alle gegen Nazis und für den Frieden und für Demokratie. Und ich finde, es ist besser, sich einfach zusammenzusetzen und friedlich miteinander zu reden, anstatt dass hier zwei Seiten sind und uns angeschrien wird. Also ich habe auch im... Ich habe im Gespräch auf jeden Fall gemerkt, dass wir größtenteils einfach einer Meinung sind. Und ich denke, dass man da einfach in Zukunft besser miteinander kommunizieren könnte. Und ja. Also ich würde mal sagen, ich finde das großartig. Das ist tatsächlich mal das erste Mal, würde ich sagen, in den ganzen 4 Jahren, die jetzt wir hier auf der Straße sind und versuchen irgendwie mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, dass wirklich mal einer kommt und wirklich mal was Vernünftiges sagt. Dankeschön dafür. Gerne. Ich bin Kai. Ich bin derselben Meinung wie Bente. Ich finde auch, dass man nicht gegeneinander sein sollte, sondern miteinander und dann auch die Themen, wo man sich nicht einig ist, auch friedlich ausdiskutieren kann. So, ich hatte euch ja gebeten, ihr möchtet eure Vorschläge bei Michael Ballweg auf der Homepage dort anmelden für das Diskurscamp, auch wenn ihr selber nicht dorthin kommen könnt. Das können übrigens alle anderen auch machen, wenn dort Themen vorgeschlagen werden, die dort diskutiert werden sollen, dann macht das bitte auf der Homepage von Michael Ballweg. Und ich würde, wenn es mir möglich wäre, wenn euer Thema, dass die Antifa sich mit den kritischen, Corona-kritischen Gruppen diskutieren will und ja, ich möchte mal sagen, die Gemeinsamkeiten herausarbeiten möchte, dann bin ich dabei. Wenn es mir möglich ist, würde ich nach Berlin kommen, ansonsten würde ich mir auch den Livestream anschauen. Kai und Bente, vielen Dank. Seit 4 Jahren seid ihr die Ersten, die hier hingekommen seid. Ich hoffe, das wird sich noch weiter entwickeln. Vielen Dank euch. Herzlichen Dank. Also, wisst ihr, was ich daran wirklich, wirklich, wirklich großartig finde? Also erstmal natürlich toll, dass ihr euch auch wirklich hierher getraut habt und dass ihr auch wirklich zugehört habt. Und vielleicht kann man das wirklich mal als richtig positiven Punkt sehen, nämlich, dass dieses ganze Durchhalten von uns allen, von jedem Einzelnen, der wahrscheinlich schon eine ganze Menge auf sich nehmen musste im Laufe der letzten Jahre, letztendlich doch wirklich einen Sinn macht, wenn man sieht, dass man dann doch ins Gespräch kommen kann. Ich finde das großartig. Da kann ich mich eindeutig nur anschließen und das ist eben das Wichtige. Das ist das, was die uns, Bente und Kai, richtig? Bente und Kai? Super, danke. Das ist im Prinzip genau das, was wir alle machen müssen. Wir müssen lernen, wieder miteinander zu reden und zu diskutieren. Und ich muss nicht jede Meinung mögen. Aber das ändert ja nichts daran, dass vielleicht die Person eine andere Meinung hat, aber es muss dementsprechend keine schlechte Person oder eine schlechte Gesinnung sein. Es ist einfach eine andere Meinung. Und da müssen wir wieder hinkommen, dass wir es einfach auf akzeptieren. Und wenn es mir nun gar nicht passt, dann kann ich mich immer noch umdrehen und gehen. Und was uns klar sein muss, und ich vermute mal, dass die das auch verstanden haben, nämlich, das ist die nächste Generation. Das ist die Generation, an die wir irgendwann unser Land, die Welt, wie immer man sagen möchte, übergeben werden. Und das heißt auch prinzipiell, dass wir jetzt daran arbeiten müssen, eine bessere Welt
unseren Kindern zu hinterlassen, wie unsere Eltern das eigentlich auch für uns gewollt haben. Und das heißt ganz einfach, Politiker, macht den Platz frei oder macht Politik für die Menschen, die hier leben.